der 18. Januar 2023. Wir sind am Stand von Concord und das war eines der erfolgreichsten Videos, die wir von Concord je gedreht haben. Die Neuauflage des Babyliners, so habe ich ihn genannt. Er ist total klein und süß und ich habe eben noch gesagt, ist er goldig. Aber es ist ein ausgewachsener Concord und es ist eigentlich eine optische Täuschung. Von außen sieht er vielleicht ein bisschen kleiner aus. Gehst du aber rein, merkst du keinen Unterschied. Ich grüße dich, Sabine. Guten Morgen. Guten Morgen, Sven. Ja, unser Credo ist wirklich ein schönes Raumwunder geworden. Also wir merken das am Zuspruch der Kunden hier auf der CMT, die diesen Wagen lieben. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir den anbieten können. Ja, es ist ein Zuladungswunder. Überhaupt eure Autos haben in der Klasse meist die höchste Zuladung. Wie ihr das macht, das ist mir ein großes Rätsel. Aber gerade der, obwohl der ja ein kleineres Chassis hat, ja, beim Daily, ist die Zuladung ist sensationell, oder? Die Zuladung liegt immer so irgendwo zwischen 700, 800, 900 Kilo, je nachdem, wie du den Wagen komplett ausstattest. Und wie wir es genau machen, werden wir natürlich nicht im Detail verraten, aber wir achten extrem darauf, dass wir eben leichte Materialien nehmen, da wo es möglich ist, uns wirklich das so konstruieren, dass viel Zuladung für den Kunden überbleibt. Ja, das Ganze ist ein PKW-ähnliches Fahren auf dem Iveco Daily. Sowas gibt es normal gar nicht. Ja, Ivecos sind laut, der Motor ist direkt unter meinem Popo, der ist zu hören. Ihr habt das hinbekommen und wirklich hinbekommen, dass man sich nahezu in ganz normaler Lautstärke während der Fahrt unterhalten kann. Auch das willst du mir wahrscheinlich nicht erzählen, wie es geht, oder? Ja, aber wir können es immer gerne zeigen. Jeder darf gerne mal zu uns zu einer Werksführung kommen. Dann kann man das im Chassisbau sich anschauen, was wir da an geräuschdämmenden Maßnahmen verbauen. Wir haben da jahrzehntelange Erfahrung und das zeigt sich jetzt einfach. Es ist irre leise. Also du steigst rein, du machst den Motor an und wenn dann vielleicht noch ein bisschen das Radio läuft, dann denkst du, läuft der Motor überhaupt noch? Dann musst du schon auf den Drehzahlmesser gucken. Und das ist ein starker Motor. Ist das der große mit 205, 210? In dem Ausstellungswagen haben wir den großen Motor drin, 210 PS, ZF-Wandlergetriebe und das fährt sich wirklich sehr PKW-ähnlich. Ja, wir haben wir eine Version genannt, muss man sagen, die natürlich keiner bestellt. Da ist der kleine Motor drin und so weiter. Die meisten, die das Fahrzeug konfigurieren, machen den mit dem etwas größeren Motor, mit dem ZF-Wandergetriebe. Die Chassis bestellt ihr auch gar nicht, muss man fairerweise sagen. Aber es gibt es. Also hier ist natürlich ein richtig schön ausgestatteter. Da sieht man natürlich für die Messefahrzeuge Credo 97 Li. Da sieht man auch schon 8 Meter Länge auf dem kleinsten. Das ist schon ordentlich, aber es ist erstaunlich, was man auf 8 Meter machen kann, oder? Ja, also ich sag mal, für Concord-Verhältnisse ist das ein kleines Fahrzeug. Viele unserer Interessenten kommen aus anderen Bereichen, die sagen, das ist ein großer Liner. Und ja, aber auch unsere Bestandskunden sagen, wow, das habt ihr richtig toll gemacht. Innen unheimlich viel Platz für nur 8 Meter Länge. Wenn du mal gerade ein bisschen reingehst, bitte, Sabine, in Richtung Bimobil, hier ist euer Nachbar. Hier ist alles ein bisschen enger, muss man sagen, hier auf der Messe, aber es ist ein Riesenerfolg. Also die Stuttgarter Messe ist sowieso ganz wichtig für euch, oder? Die Stuttgarter Messe ist extrem wichtig. Wir sind sehr, sehr froh, dass sie nach 2 Jahren Pause wieder stattfindet. Also wir hatten ja 2 Jahre keine CMT. Die ist sehr wichtig für Süddeutschland und einfach gibt den Impuls für den Start in die neue Saison, ins Frühjahr. Die Garage ist größer als im Charisma. Das ist sensationell. Also wie habt ihr das denn hinbekommen? Ich muss ein kleines bisschen widersprechen. Also die Höhe ist beim Charisma etwas mehr, aber es sieht extrem geräumig aus. Und jetzt bei diesem Grundriss mit den Längsbetten haben wir eben dieses große freie Podest. Das hast du nicht beim Charisma, oder? Das freie? Das haben wir beim Charisma nicht, aber die Garage ist etwas breiter. Ach, sie wirkt ja irre groß. Aber wenn du hier reinguckst und bist das nicht gewohnt, dass du auf einmal nach rechts guckst, weil du könntest hier noch ein Bett reinmachen und da könnte noch das Enkelchen schlafen, wenn es steht. Ja, da könnte vielleicht eine kleine Waschmaschine hin oder Boxen mit allen möglichen Gerätschaften. Also man hat ja immer sehr viel, was man so mitnehmen will im Urlaub oder wenn man länger unterwegs ist. Da sind unsere Kunden schon kreativ und packen das voll. Ja, wenn man das sieht, immer Doppelboden, alte Heizung, wenn man die Fahrzeuge vergleicht, die auf der Messe sind, egal von wem, auch jetzt auf Mercedes-Benz, dann fällt schnell auf, die kosten ein gutes Stückchen mehr. Also da sind wir schon direkt dann bei 160, 170, 180.000 Euro und dann kann es ja auch gleich ein Concord sein, oder? Aus meiner Meinung natürlich kann es dann auch direkt ein Concord sein.
ich kann nur jeden einladen, vorbeizukommen, sich das alles anzuschauen. Wir erklären gerne in Ruhe die Technik, die Vorteile, die unser Umbau des kompletten Fahrerhauses bietet. Wir haben nicht diesen sehr langen Abstand zur Frontscheibe, wenn man vorne am Lenkrad sitzt. Und das ist eigentlich schon für viele ein Aha-Erlebnis, die bisher nur, ich sag mal, andere Modelle gefahren sind, nicht in der Liner-Klasse. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein, dann gucken wir uns den mal an von hinten. Ihr habt dem die Optik angedeutet von den ganz großen Linern. Wenn sich einer nicht auskennt, das von hinten sieht, dann denkt er, oh wow, ein Riesenschiff. Ja, man darf sie nur nicht direkt nebeneinander stellen, ja, den, zum Beispiel den 1090 oder so. Ja, ich meine, das ist ja klar, dass ein Atego oder Actros Chassis Liner komplett anders ausschaut, aber man sieht das Concorde Magengesicht, in dem Fall die Rückseite, erinnert eben, also man, wenn man die Fahrzeuge nebeneinander steht, sieht man, es ist eine Familie. Und das ist neu. Ich glaube, das hier war das letzte Kind, was ihr praktisch das neue Markengesicht gegeben habt, oder? Richtig. Der neue Credo wurde ja letztes Jahr quasi auf dem Caravansalon vorgestellt. Da hatten wir dann die kurze Variante mit 7,5 Meter und haben jetzt hier auf der CMT Premiere für die zwei längeren Fahrzeuge mit 8 Meter Länge. So, der Aufbau ist Alu-Sandwich, was hier drauf ist. Das schafft natürlich eine ganz, ganz tolle Oberfläche. Alu hat viele Vorteile. Man kann es an einem Stück sehr gut verarbeiten, auch ich sag mal auf anderen Teilen. Auf dem Dach, was ist da montiert? Dach ist auch ein Alu-Sandwich bei uns, weil das eben auch von unserer Herstellungsprozess das Dach ist, was wir anbieten können. Und wir können auch immer nur sagen, natürlich gibt es GFK-Dachbeschichtungen, die man noch draufsetzen könnten von externen Anbietern. Es sind meistens Nähte drin, muss ich fairerweise sagen, also beim Dach. Und das ist durchgehend bei euch, das Dach? Bei uns ist es durchgehend. Und wir sagen natürlich auch, wenn mal ein Schaden auf dem Dach ist, ich sag mal, was drauffällt, ein Tannenzapfen, hat man zwar eine kleine Delle drin, aber es gibt keine Mikrorisse wie in einem vollflächigen GFK-Dach, was eben auch zu Wassereintritt führen könnte, passiert beim Alu-Dach nicht. Das Fahrzeug ist sehr, sehr leicht. Also es kommt damit hinzu, weniger Masse bedeutet auch weniger Spritverbrauch. Merkt ihr das? Natürlich merkt man das, dass der Wagen mit 5,6 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht etwas weniger verbraucht als ein Charisma, der 7,5 Tonnen hat. Also er ist auch viel agiler, muss man sagen. 2 Tonnen, die ich nicht mitschleppen muss, ja, die merkst du am Berg, überholen und so. Er fühlt sich viel leichter an. Was auch noch absolut erwähnenswert ist, die Lage des Vorderrades. Das ist absolut PKW-ähnliches Fahren. Also jemand, der das nicht gewohnt ist, dass vielleicht das Lenkrad vor oder hinter irgendwo sitzt, das ist sensationell. Das heißt, der fährt sich extrem einfach. Völlig richtig. Und wie gesagt, auch da kann ich nur einladen, mal bei uns anzurufen oder bei unseren Händlern und einfach eine Probefahrt machen und sich selber davon überzeugen, dass das alles stimmt, was Probefahrt geht. Erzählt. Na klar. Ja, aber gut, ich bin ja schon viele Concorde gefahren, muss ich sagen. Und hier unten siehst du Hubstützenanlage drin. Das ist eine feine Sache. Du drückst auf den Knopf und das Fahrzeug stellt sich gerade und es wankt auch nicht, gell? Richtig. Es nivelliert sich, dass du wirklich komplett gerade stehst und dass der Wagen fest am Boden verankert ist. Centurion-Style, was ist das? Das ist unser Außendekor, was der Wagen hier bekommen hat. Eben diese schöne dunkle Beklebung, die an unsere Centurion-Baureihe angelehnt ist. So, sieht man sehr schön. Dann die Fenster bauen auch nicht auf, sondern sind natürlich rahmenbündig. In der Klasse natürlich selbstverständlich. Aber das Ganze soll natürlich auch so sein, langlebig, leicht zu reinigen. Und ganz, ganz wichtig, es muss lange funktionieren. Da habt ihr sehr, sehr gute Partner bei den Fenstern. Völlig richtig. Das sind natürlich Kunststofffenster. Einfach aus Gewichtsgründen gibt es in dieser Fahrzeugklasse keine Echtglasfenster. Da muss man natürlich einsehen, wir können jetzt hier nicht alles verbauen, was wir in einen Liner, der auf Mercedes Atego 15 Tonnen gebaut wird. Hier kann nicht alles reingebaut werden. Das ist natürlich, denke ich, völlig klar. So, ich zeig's mal gerade. Also man kann den Doppelboden sehr leicht sehen. Sabine, wenn du mal gerade das Schild ein bisschen rüber drehst, ein kleines bisschen nur. Das ist ja der Boden und hier sieht man, also du hast mehrere Stufen, um hochzugehen. Nicht ganz so viele wie bei den ganz großen Linern, da fehlen vielleicht 2. Aber ich bin über dem Geschehen und du siehst, dass hier die Garage, da ist die Öffnung, die ist unter diesem Boden drunter. Wir haben einen komplett durchgehenden Boden. Das ist richtig und im Doppelboden haben wir eben viel Stauraum. Wir können ja hier mal eine Klappe aufmachen. Und haben natürlich trotzdem auch die ganze Technik und die Wassertanks dann entsprechend verbaut. Warte, ich mache mal das Licht an und dann können wir da mal reinschauen. Ja, Licht habt ihr auch drin. Ja.
so auf Wunsch. Und das Ganze ist durchladbar von vorne nach hinten. Das, was da so runterfällt, das ist interessant. Das ist wie zu Hause beim Heizkörper. Das ist wahrscheinlich für die Entlüftung, oder? Das ist eine der Entlüftungsventile oder eine der Entlüftungen für die Heizung. Natürlich macht man das später weg. Bei den Neufahrzeugen sind die immer erstmal sichtbar, damit der Kunde weiß, wo sie versteckt sind. Und dann schiebe ich das einfach zur Seite. Ja, das ist Handarbeit hier, muss man sagen. Das ist bei euch kein Fließband, sondern ihr habt Stationen, wo das Fahrzeug hingeschieben wird. Es gibt auch, ich sag mal, klar, gibt es eine Taktvorgabe, wie lange man braucht. Aber es ist jetzt kein Band, was sich automatisch bewegt, oder? Nein, natürlich, das geht nicht, dass es sich automatisch bewegt. In den heutigen Zeiten, wo immer mal irgendwelche Teile doch noch leider fehlen, muss das individuell gehen. Aber wir haben einen Takt. Wir bauen etwa circa 2 Fahrzeuge am Tag und also zweimal am Tag. 2 am Tag. Werden alle Fahrzeuge einen Platz weiter nach vorne gefahren. Ja, ihr baut ca. 400 Fahrzeuge insgesamt. Das Ganze wollt ihr auch jetzt nicht expandieren, sondern die Qualität soll bleiben. Ihr seht euch extrem als, ich sag mal, starke Marke, so muss man sehen. Ja, ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel so ein Nike-Schuh kommt, ein Sondermodell, da machen die auch keine 5.000 raus, dann machen die vielleicht 200, 300, 400, 500 und die sind aber perfekt. Ja, man muss natürlich auch sagen, die Ansprüche sind gestiegen. Wenn ich mir jetzt manchmal anschaue, wie wir Fahrzeuge vor 20 Jahren, man muss sich nur die einzelnen Preislisten anschauen. Es gab viel weniger Optionen, viel weniger Technik. Also dauert der Bau von einem Fahrzeug heute auch schon länger, als es noch vor 10 Jahren der Fall war, weil einfach mehr drinsteckt. Und wir wollen uns auf die Qualität konzentrieren und werden nicht auf Teufel expandieren. So, hier vorne sieht man sehr schön, das ist ein AES-Kühlschrank. Ein Absorberkühlschrank und ihr habt den Kamin oben aufs Dach verlegt, weil der natürlich einen extrem guten Kamineffekt dann erzeugt. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Normalerweise ist hier eine zweite Öffnung dabei, aber ihr sagt nein, der Kamineffekt soll natürlich maximal sein, der ist oben am Dach drauf. Das ist richtig, das machen wir auch schon seit vielen Jahren so und das hat sich bewährt, funktioniert sehr gut. Man kann aber auf Wunsch auch einen Kompressorkühlschrank bekommen und dann hat man natürlich gar keinen Ausschnitt mehr auf der Seitenwand. Wenn man das möchte. Wenn man das möchte. So, wir gehen mal rein. Der Kompressorkühlschrank braucht natürlich Strom und zwar immer. Hier, das würde dann über Gas gehen. Kriegt man hier auch einen Gastank bei den Autos? Beim Credo kriegen wir keinen Gastank, weil uns da die Bodenfreiheit fehlt. Das 5-Tonnen-Chassis hat etwas kleinere Räder, deswegen gibt es hier keinen Gastank ab Werk. So, wir gehen mal rein. Das ist eine Besonderheit bei euch. Das Ganze sieht aus wie eine Yacht von innen und der Schiffsboden darf natürlich auch nicht fehlen. Bekomme ich auch die Holzschalusetten, wenn ich das möchte? Die Holzschalusien kannst du bei diesem Wagen nicht bekommen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du dich nachher mal umdrehst, wir haben auf der Beifahrerseite ein sehr kleines Fenster im Wohnraum. Da gibt es keine passende Holzschalusie und nur für ein Fenster das anzubieten, würde optisch keinen Sinn machen. Ihr habt euch Gedanken gemacht, ja, weil viele fragen nach den Holzschalusien. Die Optik hier ist so sensationell, da ist praktisch ein Baldachin vor dem Fenster gebaut, wenn man das so sehen würde von oben. Und das ist auch noch beledert, wenn du hier reinkommst und die Leute hier drinnen sind. Und wenn du mal überlegst, wir sind hier in einem Fahrzeug der Einsteigerklasse, was von außen ja relativ klein aussieht. Und du gehst rein und du denkst, du bist in einem großen Charisma. Das ist sensationell. Das ist mir schon aufgefallen bei dem letzten, als wir den gedreht hatten, oder? Ja, das war natürlich das Ziel und ich bin froh, dass wir so tolle Innendesigner haben, die da wirklich super Arbeit geleistet haben und wir wirklich Freude daran haben, wenn wir so viele Kunden haben, die sagen, boah, ist der schön und geht mir auch so. Ein wunderschönes Fahrzeug. Es muss nicht immer Vollleder sein. Ich hatte ja am Anfang, hatte ich ja auch entsprechende Mikrofaser drauf und hier haben wir eine Teillederausstattung oder ich sag mal Stoff und Mikrofaser. Ist Mikrofaser mit einem gewebten Stoff kombiniert, ist eine sehr beliebte Kombination, aber natürlich gibt es auch Leder auf Wunsch. Was kriege ich denn jetzt in meinem rein? Was haben wir da nochmal definiert? Wir haben für dich auch eine schöne Mikrofaser-Stoff-Kombination ausgesucht. Nicht so hell wie in diesem. Ich muss aber ehrlich gesagt nachgucken, wie er heißt. Guck mal, ist gar kein Problem. Also ich kriege ein ganz anderes Fahrzeug, ich kriege einen Eikhoven. Auch auf das Fahrgestell mussten wir lange warten. Fahrgestelle, die große Limitierung, muss man sagen. Ihr seid natürlich großer Partner bei Iveco. Mhm. Kriegt Fahrgestelle auch, ihr seid natürlich abhängig davon, wie die kommen, oder? Wir sind natürlich abhängig, aber man muss sagen, dass Iveco doch ganz gut liefert. Da haben wir Glück, dass wir auf Iveco aufbauen. Andere Hersteller in der Branche müssen im Moment schon sehr leiden, dass die Chassis nicht so kommen. Sabine, wenn du mal gerade links neben mich kommst,
ich gehe mal gerade ganz zurück und blick mal hier rein. Und ich habe ja einen Weitwinkel. Klar, da sieht alles ein bisschen größer aus. Aber das hier entspricht doch schon mal dem, was wir sehen. Guck mal hier auf das Kameradisplay, oder? Absolut. Genau so sieht's aus. Es ist krass, oder? Du guckst hier durch und wir sind auf einem 8-Meter-Auto. Mhm. Und das Raumgefühl hier, klar, hier fehlt das Hubbett, muss man sagen. Und das sollte man sich sehr gut überlegen. Im Moment habe ich auch kein Hubbett mehr. Weil hier vorne die Stehhöhe, ich zeige das mal gerade, du bist eine große Frau. Wie groß sind wir heute? 1,68. Okay, 1,68, so groß wie meine Mama, muss ich sagen. Bleib mal da stehen. Und da sieht man das. Und du kannst ganz aufrecht stehen. Wenn da jetzt ein Hubbett drin wäre, müsstest du den Kopf wahrscheinlich schon ein bisschen einziehen, oder? An der Stelle. Ja, das zeigen wir dann auch noch in einem anderen Video. Das ist ein Fahrzeug, natürlich gibt es ein Hubbett. Aber ich kann immer nur sagen, wenn man keins braucht und die Mehrzahl unserer Kunden sind eigentlich nur noch zu zweit unterwegs, die Kinder sind aus dem Haus, das ist doch toll. Dann habe ich wirklich ein super schönes Raumgefühl. Boah, ist ja schön. Ist richtig schön geworden. Wenn du dich mal gerade auf den Fahrersitz bitte setzt, dann kann man schön sehen, du hast dem Fahrzeug hier jetzt ein abnehmbares Lenkrad verpasst und so kann man den Sitz sehr schön drehen, gell? Ja, das ist natürlich einfach eine Pflicht. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren. Wir haben für die neuen Iveco Dailies, seitdem die ein Multifunktionslenkrad haben, extra eine Spezialanfertigung konstruieren lassen, damit wir das schön abnehmen, aber immer noch die gleiche Position des Lenkrads haben, wenn man es wieder aufsetzt, damit eben der Abstand zu den Hebeln stimmt. Ja, und das ist natürlich eine feine Sache. Ich drehe mich einfach um und kann auch den Sitz richtig zurücklehnen, wenn ich das möchte. Boah, das sieht toll aus. Warte, ich setze mich mal hier hin. Und das ist ja eine Position, du hast hier, jetzt stell dir vor, du bist auf einem schönen Platz, nennen wir mal einen schönen Platz in Österreich. Och, das ist zum Beispiel, Sechsten ist so ein Platz, wo wir immer alle gerne hinfahren. Gibt viele, viele schöne Plätze. Aber ich kann natürlich auch mal, wenn ich irgendwo ein bisschen frei stehen kann, in die Natur schauen. Das ist eben das Schöne an den großen Scheiben im Liner-Bereich. Ja, und dann noch die passende Musik dazu. Ja, zum Beispiel Hania Rani könnte man jetzt hören. Eine Pianistin, die sensationell ist über das Jena Soundsystem. Ihr habt ein computerabgestimmtes Soundsystem hier drin. Ist das Serie, wenn ich das Soundsystem bestelle? Das ist nicht Serie, aber eine Empfehlung, es zu bestellen, weil ich dann eben auch meinen Fernseher, der natürlich auch optional ist, auch über das Soundsystem laufen lassen kann. Und dann habe ich einfach einen schönen Sound, egal beim Musik hören oder Filme schauen. Ja, du kannst die Navigation auch schön auf dem Stuhl machen vor dem Wohnmobil, denn das Ganze ist abnehmbar. Genau, das ist ein Garmin, was wir inzwischen verbauen. Ich kann das Tablet rausnehmen und kann eben mein nächstes Ziel eingeben. Auch für den Beifahrer ganz angenehm, weil wir das Armaturenbrett leicht zum Fahrer hingeneigt einbauen, damit er einen guten Blick hat und alles sieht. Aber der Beifahrer nimmt sich einfach das Tablet raus, gibt das neue Ziel ein, klickt es wieder ein und dann sieht der Fahrer alles, was er sehen muss. Das war's. So, da ist die Automatik. Erwähnenswert ist wirklich die Positionierung eures Armaturenbretts zum Fahrer hin. Das haben auch viele nicht. Dann elektrische Parkbremse an der Seite. Das war auch nicht immer so, dass es eine elektrische Parkbremse gab. Ich kann mich noch an Dailies erinnern, die hatten tatsächlich noch eine Handbremse. Das gab es alles noch. Das ist natürlich Stand der Technik. Genauso wie ganz viele Helferlein, die man optional bestellen kann. Abstandstempomat, Notbremssystem, aktiver Spurhalteassistent. Das ist ja schon SUV-Niveau, oder? Was wir haben. Ja, gibt noch einen Regen- und Lichtsensor, ein aktives Reifendruckkontrollsystem. Also es ist schon, hat sich sehr viel gewandelt in den letzten Jahren und macht natürlich das Wohnmobilfahren umso angenehmer, dass ich die Landschaft genießen kann und mich nicht so sehr ums Fahren kümmern muss. Das geht schon fast alleine. Habt ihr ein Kühlfach hier vorne? Haben wir nicht. Haben wir nicht, aber was cool ist, ihr könnt hier mehrere Sachen abstellen. Auch hier ist alles beledert. Ist das Leder hier? Also wir haben hier ein Kunstleder, das muss ja schön strapazierfähig sein und das gibt es eben in verschiedenen Farbkombinationen, sodass man das eben auch zur passenden Wohnraumstoff- oder Lederfarbe auswählen kann. So, Follow-Feder ist hier eingebaut oder ist es hier eine Federung? Wenn du mal kurz schaust auf das Bedienelement, denn das Fahrzeug verfügt hier über eine Luftfederung. Der hat Zweikanal-Luftfederung, aber es gibt natürlich auch eine Vierkanal-Luftfederung. Mhm. Da fängt das Individualisieren des Fahrzeuges an. Da setzt man sich in Ruhe zusammen und bespricht das und dann kommt die Wunschkonfiguration am Ende hinaus.
Man kriegt hier Luftfedersitze, ich frage mal so frech. Nein, die Schwingsitze gibt es beim Credo auch nicht. Auch da eine kleine Einschränkung, einfach aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts müssen einige Optionen entfallen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keine Schwingsitze. Also wenn man sich nicht draufgesetzt hat vorher, ja, man muss ja immer sagen, was einem fehlt, das fehlt einem auch später. Ja, nee, beziehungsweise was man hat, das will man immer haben. Aber der fährt sich wirklich auch das Fahrwerk, vorne die Vorderachse, das ist jetzt nicht Bret Hart, sondern das ist einfach nur ein Komfortmerkmal. Viele wollen ja auch das Tracker-Feeling und die haben halt Luftsitze mit drin. Was ich sensationell finde, ist euer Tisch. Der ist nicht eckig, der ist rund. Mhm. Bei vielen Herstellern eckig. Und ihr habt einen runden Tisch entwickelt, den man auch ausziehen kann. Und der ist jetzt absenkbar, was natürlich einen Vorteil hat, wenn denn doch mal das Enkelchen kommt. Wahrscheinlich kann man die Sitzgruppe umbauen, oder? Ja, genau. Ich kann den Tisch absenken, dann gibt es ein Zusatzpolster und dann kann ich eben aus der Sitzgruppe noch ein Bett bauen, damit hier vorne eben noch mal jemand schlafen kann. Das ist natürlich nicht so komfortabel wie im Heck, aber wie gesagt, das Notbett für das Enkelkind. Mhm. Könntest du mir mal einen Gefallen machen und die Schuhe mal ausziehen? Du musst mal gerade was demonstrieren, ja. Wenn du dich mal da in die Ecke reinsetzt und deinen Sitz mal gerade machst, sodass du schön die Beine lang machen kannst, das geht nämlich hier. Und da mal demonstrierst, du hast einen langen Tag, ihr wart wandern in Sechsten und dann kannst du dich in die Ecke lümmeln, kannst die Beine hoch machen. Ich zeig das mal gerade. Also hier hat man wirklich Platz pur und das hier ist doch eine richtige Lieblingsecke, oder? So muss man das sagen. Absolut, absolut. Da kann man sich's wirklich gemütlich machen und ein bisschen ja herumfläzen. Warte, ich zeig das mal. Ich gehe jetzt mal ganz in die Ecke hier rein, dass man mal die Situation von der Sabine einfach mal sieht. Und wir werden gleich aufhören zu moderieren. Dann kannst du nochmal einen Kaffee nehmen, kannst den vorne hinstellen. Das ist aber das Schöne, du bist auf einer Raststätte, du machst mal eine Pause, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Man muss nichts groß umbauen, du drehst den Sitz um und kannst einfach mal die Beine lang machen und dich von wirklich den Strapazen des Alltages erholen. Das Fahrzeug steht gepackt vor der Tür, man fährt los. Das ist ja so der Wunsch, den sich viele vorstellen. Völlig richtig. Und das ist ja auch das, ja, wie es denn gehandhabt wird. Der Wagen steht gepackt vor der Tür, einfach noch ein paar frische Lebensmittel mit rein, frische Wäsche und dann geht's schon los. Und wenn es nur für ein Wochenende ist, dann ist schon Erholung pur angesagt. Viele Leute haben ihr Leben lang gespart für einen Concorde, so kann man es ganz klar sagen. Hatten vielleicht vorher schon mal Wohnmobile, haben immer gesagt, so ein schönes Fahrzeug wie den Concorde will ich auch mal haben. Wir sprechen jetzt nicht über Multimillionäre, die habt ihr bestimmt auch in der Kundschaft, aber wir sprechen über oft hart arbeitende, oft auch Unternehmer, Handwerker, auch Angestellte viele, die gesagt haben, ich gönne mir diesen Traum und verlängere quasi meinen Lebensabend so ein bisschen, indem ich starte mit so einem Fahrzeug und bin mobil. Wie oft sind denn die Leute und wie lange sind die denn unterwegs? Ist natürlich unterschiedlich, aber ganz oft hören wir eben, wir fahren jetzt im Sommer für 3 Monate einmal quer durch Skandinavien. Nochmal bitte, sag das nochmal. Für 3 Monate mal durch Skandinavien fahren, dann kommen wir zurück, besuchen kurz die Kinder, gucken, ob daheim alles hübsch ist und dann fahren wir über Winter für 2-3 Monate nach Portugal zum Beispiel. Das ist nicht selten, oder? Überhaupt nicht selten. Das machen ganz viele. Und jetzt habe ich gerade gestern mit Kunden gesprochen, die mir gesagt haben, sie haben jetzt mal ausnahmsweise eine Schiffsreise gemacht und haben gesagt, nie wieder. Zum Glück haben sie wieder ihr Wohnmobil zu Hause stehen und das, wer es einmal gemacht hat, liebt es einfach. Das ist so, da müssen beide mitspielen, das ist ganz klar. Wenn einer sagt, das will ich aber gar nicht. Hier ist es relativ einfach, weil du Komfort und Stauraum hast und Zuladung, sodass du wirklich zwar nicht deinen ganzen Hausstand mitnehmen kannst, aber du kannst sehr, sehr viel mitnehmen. Überall versteckt das Jena-Soundsystem. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Kommt nach Aschbach. Macht man eine Soundprobe? Habt ihr auch Fahrzeuge ohne Jenat eigentlich eine Ausstellung? Wohl kaum, oder? Also die Ausstellungsfahrzeuge haben in der Regel immer ein Soundsystem. Leider hat der keinen Fernseher, oder? Hier. Doch, der hat einen Fernseher. Okay. Der Fernseher gehört schon dazu. Oh, 32 Zoll, sehr schön. Ja. Und das ist richtig groß hier. Ja, inzwischen wollen doch alle einen großen Fernseher haben und da ja, fühle ich mich ein bisschen wie zu Hause dann auch. So, und ganz versteckt hier sieht man hier, also wirklich, ihr müsst das erleben. Also wenn man, egal ob das jetzt Frau Pilcher ist oder irgendwas anderes guckst oder guckst einen Konzern und sei es nur die Nachrichten, die man schaut, das Soundsystem ist sensationell, oder?
Das Soundsystem ist super und das schalte ich eben um. Ich habe da zwei Varianten. Einmal die Fahrstellung, dass ich quasi meinen Sound von vorne bekomme, während ich Radio während der Fahrt höre. Oder ich schalte es um und dann kommt eben der Sound aus Richtung des Fernsehers, so wie die Ohren das dann auch als angenehm empfinden, dass ich eben, ja, das Soundspezialisten wissen, was ich meine. Ich muss da, wo ich hinschaue, von dort muss der Sound kommen. Aber was ist denn da oben drin, Sabine? Das Fach ist eine Stauraumklappe, da kannst du noch alles machen. Sehr, 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 sehr dezent. Ich hab so eine noch nie gesehen. Das ist für mich jetzt das erste Mal. Vielleicht haben wir dieses letzte Mal auch vielleicht nicht behandelt, weil sie unauffällig ist, oder? Na, in dem letzten war ein Hubbett drin, den wir gedreht haben. Da ging's nicht. Ist da natürlich kein Stauraum. Das ist kein sehr großer Platz. Warte mal ganz kurz. Ich kill mal gerade mein Ding. Es tut mir sehr, sehr leid. Da sind wir und so sorry, aber es ist Wahnsinn hier auf der Messe, wie man hier gebuckt ist. Ihr habt mich angerufen, ihr müsst unbedingt vorbeikommen, ihr müsst den Credo ohne Hubbett zeigen, weil das nochmal eine riesen Raumerweiterung ist. Ja. Aber guck mal, wie schön das gemacht ist hier mit der Belederung. Das ist wirklich gut, oder? Ja, und ich meine, es ist natürlich kein riesiger Stauraum, aber der soll trotzdem genutzt werden, auch wenn es kleiner, also recht klein ist, aber ich kann so viele Sachen da unterbringen, die, ja, ich brauche jeden Stauraum, den es gibt im Wohnmobil, das wissen alle. So, eure Fahrzeuge haben nahezu keine Wärmebrücken, aber die Scheibe hier, das ist nicht möglich, die natürlich isoliert zu kriegen aus Sicherheitsgründen, das darf man nicht. Deswegen habt ihr was Besonderes eingebaut. Das ist kein Faltvorhang, den ihr runterfahrt, sondern eine richtige Jalousie. Ich weiß nicht, ob sie funktionell ist. Das ist ein elektrischer Rollladen, den ich einfach komplett runterfahren kann. Zum einen zum Verdunkeln und natürlich auch zum Isolieren, dass die Kälte draußen bleibt. So, und das ist so sensationell. Du fährst den hoch. Ihr habt vorne zwar eine Heizung drin, das weiß ich, aber da vorne wird es ja jetzt kalt. Kälter als drin, so können wir uns darauf einigen, ja. Und du hast hier keine Strahlungskälte, die hier reinkommt. Das ist wirklich sensationell. Der hat immer geklappert früher. Das kann ich mich noch dran erinnern. Das habt ihr gelöst. Das haben wir gelöst. Der klappert nicht mehr. Das ist entstört. Da kann man sehr beruhigt sein. Und was natürlich die Physik machen wird, wenn man im Winter den Rollladen runterlässt, draußen ist minus 10, drinnen plus 20 Grad, wird sich Kondenswasser an der Scheibe bilden. Aber dafür haben wir ein System, das nennt sich Sensotherm Cockpit-Heizung. Da steuert man das Gebläse des Iveco-Motors an und dann wird einfach mit einem leichten Gebläse die Scheibe frei gehalten von Kondenswasser. So, hier unten ist auch ein Heizungselement, das sieht man sehr schön drin. Wir haben hier eine Warmwasserheizung. Das heißt, Leute, die zugempfindlich sind, haben mit der Heizung kein Problem, wenn sie mit einer Heizung zu Hause kein Problem haben. Das ist genau das gleiche Prinzip. Genau das gleiche Prinzip. Man merkt eigentlich gar nicht, wo kommt die Wärme her. Der ganze Wagen wärmt gleichmäßig auf. Und ich kann mir ein Thermostat für das Schlafzimmer bestellen, das ich dort eben einfach runterregeln kann, wenn ich es dort gerne etwas kühler habe. Mein Tipp ist, wenn es sehr kühl ist und man hat das Fahrzeug, das macht man eh nicht ganz aus, dann lässt es am Landstrom auf, ich mache es immer zwischen 5 und 10 Grad und dann kommt man rein. Und man will es gern entsprechend warm haben, sollte man einen Tag vorher das anschalten, weil die Heizung kommt schnell, binnen einer Stunde, aber die Möbel bleiben ja erstmal kalt und das dauert ein bisschen, bis die aufgeheizt werden. Wenn man denn losfährt, dann ist das mollig warm drin und sie ist etwas träger als eine Luftheizung, aber die Wärme, das kann man einfach nicht vergleichen. Das muss man selbst erfahren, was eine Warmwasserheizung bietet. Alde ist wirklich in dem Bereich unerreicht, kommt aus Schweden und die müssen es ja wissen, oder, mit der Kälte? Genau. Die wissen genau, was sie tun, die Skandinavier. Und ich kann auch nur sagen, seit Jahrzehnten erprobt und für gut befunden. Und da gibt es eigentlich keine Alternative. Man kann immer noch was dazu bestellen, eine zusätzliche Dieselheizung, wenn man das möchte. Aber bei der Fahrzeuggröße überhaupt nicht notwendig. Das schafft die Alde komplett alleine, den Wagen gut aufzuheizen. Ist das der längste, der 97, als Credo? Es gibt auch noch einen 8,5 Meter Credo. Aber jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, da reden wir dann mal auf dem Karawansalon wieder drüber. Ich bin großer Fan von Fahrzeugen um die 8 Meter. Es gibt verschiedene Zielgruppen. Es gibt Leute, die fahren 11 Meter, 10 Meter. Ich bin so ein 8 Meter Fan. Die Höhe hier ist sensationell. Du hast ein sehr, sehr tiefes Fahrzeug. Und das ist natürlich gerade in südlichen Ländern ein Traum. Du weißt selber, da sind irgendwelche Bäume im Weg. Da fährst du gerade so runter durch. Wenn du dann ein 4 Meter Auto hast, ja, muss man sich immer vorher angucken, wo fahre ich denn durch.
Das Problem hast du hier nicht, weil du bist nur unwesentlich höher als die normalen Camper. Ja? Das ist, wenn du jetzt einen Alkoven hast, du bist fast genauso hoch. Ne? Wir sind hier 3,34 Meter hoch, schon inklusive der optionalen Sattanlage. Also das ist noch eine Höhe, die natürlich verträglich ist und ich viel mehr Plätze finden kann. Die Höhe ist oft, ja, gerade in Südeuropa ein Thema, dass die Bäume nicht so hoch geschnitten werden. Also habe ich mehr Auswahlmöglichkeiten. Habt ihr Kunden, die von ganz großen Fahrzeugen hier auf den Gredo nochmal runtergehen? Natürlich haben wir auch das. Eher wirklich noch ältere Kunden, die jahrelang einen großen Wagen gefahren sind und dann sagen, Mensch, wir sind nicht mehr ganz so fit, wir hätten gerne was Kleineres. Muss man sich halt gut überlegen, weil man natürlich, wenn man von einem großen Wagen kommt, der 400 Liter Frischwasser hat und man hat jetzt hier maximal 270, was auch wirklich viel ist und gut ausreicht, aber man muss natürlich seine höheren Ansprüche dann ein bisschen einschränken. Ja gut, man kann ja jetzt auch nicht die ganz große LKW-Klasse vergleichen mit dem hier. Meistens euer Burner ist, glaube ich, der Charisma und der hat ja, glaube ich, 300 Liter meistens, oder? Charisma hat inzwischen knapp 400 Liter. So, jetzt kill ich ihn aber. Warte mal ganz kurz, muss ich ihn einmal töten. Und mea culpa, was wir jetzt haben. Das ist live und das echte Leben. Das ist live und das echte Leben. Meine Bank ruft an und sagt, da bin ich. Und jetzt töten wir ihn. Ich zeig's mal. Ausschalten, ausschalten. Und ich nehme alles zurück. Tut mir leid. Sabine, ganz ehrlich, die meisten Leute, die hier sowas verwenden, ja, das sind Unternehmen, Unternehmer, da klingelt das Telefon den ganzen Tag, ja. Und die freuen sich einen Ast, wenn die am Freitagabend, das Ding ist gepackt oder schon mittags, waren sie ein bisschen früher frei. Und dann haben die mal zwei Tage frei. Das wussten die vielleicht Anfang der Woche noch gar nicht, dass das Wochenende frei ist. Und dann sagen die zur Frau oder die Frau sagt zum Mann, ey, komm, wir fahren mal für drei Tage einfach mal weg. Und das war auch schön, dass das Telefon geklingelt hat, denn weg, einfach raus. Weißt du, die meisten haben ja ein super schönes Haus, haben vielleicht noch einen Whirlpool vor der Tür, einen Swimmingpool, eine Sauna unten drin. Und dann steigst du hier von deinen vielleicht 250 Quadratmeter auf vielleicht 15, 20 Quadratmeter runter und bist auf einmal happy, schläfst auf einmal. Das ist auch ein sensationeller Effekt. Du gehst hier in diesen Raum rein und fühlst dich, als wärst du irgendwie 13 Jahre alt auf dem Pfadfinderlager. Das ist sensationell, oder? Ja, es ist einfach wunderschön. Und wenn ihr euch jetzt mal dieses Bett anschaut, also ich habe den Wagen jetzt ja auch das erste Mal auf der CMT gesehen. Der ist ganz knapp vor der Messe fertig geworden. Ich finde, wir haben hier das größte Bett in unserem kleinsten Fahrzeug. Ist natürlich optisch, sind die in den anderen genauso groß, aber es ist gigantisch. Und ja, perfekt. Ihr habt das unglaublich toll geschafft, die Optik Hotelzimmer-like zu machen. Denn diese Fenster sind ja alles andere wie schön, die man da hat. Und durch diese Vorhänge, die du hast, ist das optische Erscheinungsbild einfach so stimmig. Guck mal hier durch, das ist doch krass, oder? Ja, es ist natürlich auch die schöne Heckverkleidung mit der Kunstlederbespannung. Das macht alles unheimlich viel aus. Wir haben einen riesengroßen Raum mit der kleinen Abstellfläche zwischen den Betten, dass man da eben auch mal sein Glas Wasser für die Nacht hinstellen kann oder das Buch ablegen. Oben noch Schränke, die ich nutzen kann. Ja. Sabine, ich hätte so ein schönes Hotelzimmer hier auf der Du musst noch bitte einmal noch mal die Schuhe ausziehen. Du musst mir helfen, weil man glaubt es nicht, wie groß dieses Bett ist. Und du meinst, dass ich mich jetzt hier aufs Bett platziere? Ja, wir tauschen mal die bitte einmal, weil das ist so sensationell. Und Sabine, dass man mal die Größenverhältnisse sieht. Ich gehe jetzt mal raus. Ja, wir haben hier ein Riesenbett, wie man das eigentlich im Hotel hat. Dann beschreib doch mal das Liegegefühl. Ich habe mich gerade eben hingesetzt. Da sinkst du. Es ist traumhaft. Es ist gleichzeitig fest und weich. Also wie man sich so eine Traummatratze vorstellt. Für mich immer perfekt zum Schlafen, unsere Matratzen. Kann man das Kopfteil noch ein bisschen anstellen? Kann man das hochstellen? Das Kopfteil kann man anstellen. Bei dem nicht, aber können wir bestellen. Das kann man bestellen, da kann man das so hochklicken und dann kann man so eine Liegeposition machen. Ich empfehle ein Kaltkissen, was ich entdeckt habe. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist. Wenn mich einer fragt, was es ist, kann man bestellen. Bei Amazon habe ich 6-mal im Einsatz. Sensationell, das Kissen. Gibt es auch verschiedene Ausführungen. Das legt man einfach dahin und dann liegt man da drin und guckt auf diesen Fernseher drauf. Dem gibt es auf Wunsch auch noch größer, wenn man das unbedingt haben möchte? Ja, müssen wir mal gucken, ob das von der, soll ja dann nicht über die Tür hinausschauen. Normalerweise reicht ein kleiner Fernseher hinten, finde ich, im Schlafzimmer, aber. Ach so, die Tür geht dahinter. Die kann man frei bewegen. Ja. Wenn du das nur mal andeutest, das soll man sehen, die Tür ist übrigens rund. Das ist auch nochmal was Besonderes.
Okay, ich habe gerade die... Oh, jetzt wird es viel leiser auf einmal. Das ist stark. Warte mal, ich guck mal, dass ich die Beine reinkriege. Ja, ich habe die Beine drin. So, jetzt ist hier zu. Und dann merkst du direkt, die Sprache von außen, obwohl oben das Kippfenster offen ist, ist auf einmal fast weg. Ja, das ist auch für uns immer wichtig, dass wir wirklich das komplett durchkonzipieren, wenn vorne noch mal jemand länger wach ist, dass derjenige, der schlafen geht, wirklich seine Ruhe hat. Dann diese Schränke hier oben, zeig mir die mal bitte, dass wir da einmal kurz reingucken, weil die Leute wollen ja immer wissen, wie viel Platz habe ich da drin. Die kannst du komplett von links nach rechts durchladen. Also der Steg, genau. Nichts dazwischen, also da kann ich wirklich schön reinpacken. So, und an die Schränke wärst du eh nicht drangekommen, wenn du jetzt nicht die Schuhe ausgezogen hättest. Stimmt. Das stimmt. Denn das ist der kleine Tod, den musst du sterben. In Queensfeld gibt es auch hier eigentlich? In dem? Ja, können wir uns auch noch anschauen. Können wir gleich mal gucken. Also es gibt verschiedene Varianten, die werden wir gleich an das Video dranhängen hier, dass wir das mal sehen. Und ja, ich wollte eigentlich ein eigenes Video machen, aber die gehören zusammen, weil das ist ja nur eine kleine Auswahl, die man kriegt. Man kann verschiedene Innenfarben wählen. Ich glaube, die Möbelfarben kann man wählen. Mhm. Du kannst den Boden, glaube ich, auch noch wählen. Stimmt das? Boden, Holzfarben, die Stofffarben natürlich. Aber wenn wir jetzt uns den anderen Wagen mit dem Queensbett anschauen, Küche, Wohnraum ist alles gleich, Bad ist gleich, nur das Schlafzimmer ändert sich. So, und das ist wirklich eine große Entscheidung. Du hast, glaube ich, da noch einen Schrank mehr oder zwei mehr. Dafür ist das Bett ein bisschen schmaler. Und es steht etwas schräg, aber die Fahrzeuglänge bleibt gleich. Auch da hat unser Designer wirklich ein kleines Wunderwerk geschaffen, dass wir ein Queensbett haben und das Fahrzeug nicht länger werden muss. Also, wenn ihr die Preise erhöht habt, man muss eingestehen, dieses Fahrzeug hier ist ein Quantensprung gegenüber natürlich dem Fahrzeug von vor 6 Jahren. Also das ist, wenn du da drin warst, das war nett, das war Stand der Technik, Stand der Zeit. Aber jetzt, das hier ist richtig das, was ich mir vorstelle, wenn ich Geld investiere, und das ist ja auch ein Haufen Geld, ja, wenn ich hier 200.000-300.000 Euro investiere, dann will ich in einem kleinen Hotelzimmer liegen, oder? So ist es. Also ich denke, der Wagen ist wirklich sein Geld wert und ist dann nicht, ich mache jetzt einen Kompromiss, weil ich ein kleineres Fahrzeug will, sondern ich will genau dieses Fahrzeug, weil es so schön geworden ist und wirklich alles bietet, was man braucht. Es gibt so einen ganz leisen Lüfter, den ich auch im Einsatz habe. Den hast du mir reinkonfiguriert 2-mal. Bei mir, das würde auch gehen. Das ist die Musik, die ihr hört von der Messe, die Startmusik. Das ist unsere tägliche Motivationsmusik, die CMT in allen Hallen spielt, kurz vor 10, damit wir alle mit richtig Power in den Tag starten. Entschuldigung. So, heute ist Mittwoch und es sind noch Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, noch 5 Tage. Die CMT war noch nie so gut besucht wie jetzt. Also das muss man wirklich sagen, die beste CMT aller Zeiten hier in Stuttgart. Ja, ist Wahnsinn. Also wir wurden am ersten Wochenende überrannt, haben gesagt, okay, das ist Wochenende, aber es geht einfach jeden Tag so weiter. Und wir freuen uns über die vielen, vielen Besucher und die vielen Interessenten. So, ich würde ja fast sagen, wir machen das Heki oben zu, aber da ist die Messelampe drin. Also, Fernseher ist mit drin, auch hier ein Jena Soundsystem nehme ich an, hier unten drunter. Das ist auch noch ein zusätzliches Soundsystem, genau, was eben nur für den Fernseher hinten ist, ein Akustikpaket. Sehr schön. So, dann kann man hier noch ein kleines Detail, hier kann man die Heizung, das hast du eben schon erwähnt, absenken. Das ist ein Bypass hier in dem Fall? Genau, das ist ein extra Heizungsstrang, den ich quasi dann runterregeln kann, damit ich hinten etwas kühler habe. Sehr schön, mach mal bitte auf. Und die Holzfarbe, gibt es die auch noch dunkel eigentlich? Die gibt es auch noch dunkler, sehen wir jetzt auch gleich in dem anderen Wagen mit dem anderen Bett. So, dann steig mal bitte aus. Gerne auch die Schuhe wieder anziehen. Ach, das will ich gerne. Sehr gerne. Die Musik ist aus und die wiederholt sich auch nicht mehr. Gleich gibt es noch eine Ansage, glaube ich, um 10 Uhr. Willkommen. Nee, und unsere Ansage. Achso, ja, die Ansage kommt noch von der Messe. Gut, kommt noch, dass die Leute reingehen. Das Bad, und das ist sensationell. Runde Tür, damit man auch gut durchkommt. Denn wir haben ja, glaube ich, nur eine Breite. Was haben wir hier? 2,35 in dem? 2,33. 2,33. Also nicht ganz so groß wie in einem ganz großen, aber dadurch, wenn du die Tür gerade nochmal schließt, dann zeige ich mal ein kleines Detail, warum man hier so ein riesen Platzvolumen hat. Ja, das ist, weil die Tür nach innen gewölbt ist. Und das sind zwar nur ein paar Zentimeter, aber das ist unglaublich, was das ausmacht, oder? Das ist, macht wirklich sehr viel aus. Und natürlich einfach auch dadurch, dass es eine Glastür ist, haben wir einfach dieses luftige, schöne Gefühl, weil es einfach offen ist und man nicht in so einen typischen Schlauch hineinläuft. Das ist so. Also ich blicke rein.
bitte mal ganz kurz einmal nur mal so zur Seite drehen. Genau, so ist es gut. Und jetzt bist du hier drin. Und jetzt mal bitte die Tür schließen und dann zeigen wir mal, das ist genau, nee, du kannst ruhig zu mir kommen. Das ist, und ich will mal was zeigen. Wenn du dich nämlich umziehst, das haben wir eben gezeigt, kann man diese Tür schließen, hier kann man offen lassen und dann hast du ein riesen Ankleidezimmer, in dem du dich, wenn du in der Mitte bist, wenn ich da mal umdrehst einmal ganz kurz mal, siehst du, also du kannst dich bewegen, richtig? Ja. Du hast einen mannshohen Spiegel hier mit daneben, wo du dich komplett sehen kannst von oben bis unten, aber nicht nur so ein Minispiegel, der 5 cm breit ist, sondern der ist wie zu Hause, oder? Der ist wie zu Hause und clevererweise ist dahinter natürlich Stauraum, nämlich unser Kleiderschrank. So, und das musst du erstmal hinkriegen. Credo mit einem riesigen Kleiderschrank, hängende Kleidung. Schaut euch bitte Wettbewerber an. Der Schrank, der ist ganz wichtig, weil du kannst natürlich in der Riesengarage auch noch Kleider unterbringen und so weiter, Jacken, aber viele wollen ja dann auch Städtetouren machen. In Hamburg gibt es ja tolle Stellplätze, war ich jetzt vor kurzem. Da musst du automatisch in die Oper gehen, weil das ist einfach gesetzt und dann will man sich ja auch schick anziehen, oder? Richtig, also da kann ich meinen Anzug reinhängen als Mann, die Damen können auch mal ein längeres Kleid reinhängen. Also das ist natürlich sehr schön und wird auch gewünscht von unseren Kunden. Daneben die Dusche, die verwenden viele in vielen Reisemobilen nicht. Bei Concorde wird sie verwendet, weil das ist Duschen wie zu Hause aufgrund des großen Wassertanks von bis zu 270 Litern. Das habe ich ja eben gelernt. Ja. Mhm. Was ist normal verbaut eigentlich im Wassertank? In der Serie haben wir 160 Liter im Credo an Wassertank, Frischwasser, Abwasser, Toilette. Aber man kann das eben erweitern auf 270 Frischwasser und 230 Abwasser und nochmal 230 für die Toilette. Fällt da irgendwas weg an Raum oder was? Das ist alles im Innen, also im Stauraum innen, das sieht der Kunde nicht, was da wegfällt. So, obendrauf für die Akustik Mikrofaser an der Decke, das hört man auch richtig. Also das ist eine tolle Raumakustik hier drin, fast wie ein Studio. Und dann eine Festtanktoilette. Ich glaube, das wünscht sich, glaube ich, jeder, der jemals eine Chemietoilette hatte. Das ist ja, aufs Klo gehen wie zu Hause, oder? Ja, es ist einfach sehr komfortabel. Wir hatten jahrelang jetzt beim Credo immer, also in der Vorgängerbaureihe, war die Festtoilette noch eine Option. Aber da wir zu 90-95% nur noch Fahrzeuge mit Festtanktoilette verkauft haben, haben wir gesagt, das wird jetzt Serie bei allen Modellen, weil die Kassette ist einfach, ja, wollen viele nicht mehr haben. Ist sehr viel bequemer. So, die Tecma-Toilette kommt aus dem Schiffsbau, da ist das Standard, aus dem Yachtbau. Mhm. Und hier sieht man sehr schön, das ist die Bedienung, da kann ich also extra Wasser nachfüllen. Eine Besonderheit, wenn du die gerade mal öffnest für mich bitte. Man kann sie höher setzen eigentlich, die Toilette? Man kann sie auch höher setzen, kann man bei uns bestellen. Man kann mit uns über sehr viele Sachen immer sprechen. So, und die kann man reinigen, sensationell. Also ich habe die Tecma und ich hatte vorher eine andere Festtanktoilette, die ihr auch verbaut hattet. Die Reinigung hier ist super easy. Also es ist viel einfacher als bei der anderen. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und auch die Wasserspülung ist optimal gelöst. Das ist sehr, sehr gut. Bitte nur normales Toilettenpapier reinmachen. Ich hatte Tempos reingemacht, weil das bei der alten Toilette ging. Da war der etwas stärker, der Zahacker. Und die haben sich dann mit dem Motor. Ich habe es dann zum Glück mit etwas Essig aus dem Kundenservice, haben die mir den Tipp gegeben, ging es dann wieder raus. Ja. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, darf man keinen Ring reinwerfen. Ne? Ja, man sollte wirklich nur ein dünnes Toilettenpapier benutzen, auf keinen Fall feuchtes Toilettenpapier hineinwerfen. Es ist nicht so wie zu Hause, also von Durchmesser des Ablaufs, muss man einfach ein bisschen mitdenken bei der Benutzung. Ich krieg's kaum dargestellt. Hier ist so ein Frosted-Effekt drauf. Das heißt, das ist matt und glänzend. Und da sind so ganz tolle florale Muster mit drin. Mhm. Das müsst ihr live gucken, oder? Ich lade ein. Kommen Sie vorbei, schauen sich's live an. Das ist wirklich, ja, macht das Bad einfach noch ein bisschen edler. Silber. Und das Coole ist natürlich, dass auch die Möbel sehr leise geworden sind, aufgrund natürlich dessen, dass alle Möbel stoßen hier oben drauf, direkt mal auf diese Mikrofaser mit drauf. Die können auch nicht reiben oder sowas. Das ist auch das Geräuschverhalten während der Fahrt. Ihr habt schlechte Straßen in Aschbach, ja.
Die kann man probieren. Die kann man, also wenn man, ich sag mal, in Fahrtrichtung Autobahn fährt, da gibt es in der Innenstadt von Aschbach so, ich glaube, es gibt sogar noch Kopfsteinpflaster, habt ihr, oder? Also wir haben sogar geheime Rüttelstrecken, nennen wir die. Da wird jedes Fahrzeug Probe gefahren drüber. Da sitzen unsere Kollegen aus der Produktion drin, extra auf diesem Feldweg, den wir da haben. Und um einfach zu gucken, ist alles in Ordnung, gibt es noch irgendwo ein Geräusch, was wir abstellen sollten. Das wird extra getestet auf unserer schönen, hoffentlich wird die Straße niemals saniert. So, das, da freuen sich auch andere Kollegen drüber von euch, ja, Wettbewerber, dass es diese Straße gibt. Ja, ja, da trifft man sich. Es ist ja kein Geheimnis, dass ihr im Epizentrum des Luxus-Reisemobilbaus seid in Franken. Da gibt es ja viele Anbieter, aber ihr seid der Älteste, oder? Oder fast der Älteste. Wir sind die Keimzelle von alledem. Uns gibt es ja über 40 Jahre. Mir hat neulich ein Kollege aus der Branche, der Kastenwagen baut, gesagt, ach, du kommst aus dem Liner Valley. Das ist ein toller Ausdruck, habe ich noch nie gehört, freue ich mich sehr drüber. Ja, man kann da viel machen und ihr habt einen Stellplatz, da kann man sich hinstellen und ihr seid auch herzlich willkommen aus eigener Erfahrung. Ihr müsst keinen Concorde haben, wenn ihr euch da hinstellt, werdet auch nicht böse angeguckt, denn man kann auch mal ein, zwei Tage da bleiben bei euch, sich in Ruhe umschauen. Habt ihr viele Modelle da, immer wieder mal? Wir haben natürlich Fahrzeuge bei uns im Showroom stehen. Im Moment immer mal wieder Fahrzeuge unterwegs zu messen. Wir haben im Frühjahr noch einige Messen im In- und Ausland, die wir bedienen mit Fahrzeugen. Wo zum Beispiel? Wir haben eine Messe in Essen, dann haben wir in der Slowakei eine Messe, in Prag eine Messe. Also da kommen noch so ein paar kleinere Veranstaltungen. Ja. Und ich empfehle, wenn man was Bestimmtes angucken will, lieber vorher anrufen, ob es auch da ist. Also lasst euch beraten. Es gibt so viele Optionen. Ja, Solar, Lithium. Ist das Serie Lithium mittlerweile? Bei dem Credo ist tatsächlich eine Lithium-Batterie immer mit vorgesehen, weil wir auch hier ein bisschen an Gewicht ja sparen, wenn wir Lithium-Batterien einsetzen. Okay, also Lithium macht ja auch Sinn. Ich habe eine Technik, Strom wie zu Hause, extreme Stromentnahmen. Ich kann den Föhn betreiben. Das funktioniert alles, ohne dass die Spannung gleich absinkt, sondern das bleibt zuverlässig. Wenn du mal gerade öffnest, bitte. Man spricht ja bei vielen. Ach, das war Soft Close mit dem. Bitte nochmal, ich muss das mal filmen. Also du drückst drauf und was passiert? Da wird einfach durch wird ein kleiner Stellmotor. Damit es leise wird, gell? Ja. Okay. Guten Morgen, liebe. So, das ist die Ansage. Ich habe sie schon angekündigt. Ja, wie im Flughafen Düsseldorf. Heute ist Mittwoch und das heißt Bergfest. Ihnen allen einen schönen und erfolgreichen Tag auf der CMT. Schön, dass Sie da sind. Die Hallen öffnen jetzt. Und das ist original, wie Zombies kommen die jetzt rein. Das ist, habe ich nicht gesagt, hat ein Aussteller gesagt, nein. Die kommen dann rein. Nein, ich nehme das, aber das ist wirklich so. Die kommen nicht, um Gottes Willen. Aber es kann natürlich passieren, dass unser Video jetzt nochmal gecrasht wird, dass jetzt plötzlich Kunden hier mit dem Fahrzeug stehen. Aber das gehört dazu. Das ist alles live, was wir hier machen. Es wurde ja schon gecrasht durch mein Handy. Ja, das war ja schon unanständig genug, ja, was du denn hast. Interessant bei euch ist, ihr habt Revisionsklappen habt ihr drin. Und das ist eine Besonderheit. Die sind so genau gefertigt, dass